Aus der Stille kommt der Feind und man muss gegen ihn kämpfen. Leute zittern, wenn ich komm, alles Pussys, diese Menschen. Ich erwarte meinen Feind, ja, wir sind immer auf Bereitschaft. Ein alles fickende Streitkraft, gib mir die Streitaxt, ich bin im Einsatzmacher. Jo, Leil und grüß euch, heute sind wir wieder auf Divinitus TV. Und ich bin heute in Wien, wie immer. Ja, Weißgold ist heute am Start, im 12. Grüß euch, meine Herren, Flo. Servus. Astin. Servus, Mann. Alles klar bei euch? Alles bestens. Das gefreut mich, dass ich heute mal interviewen kann. Yeah, Big Fahrzeug in der Haus, Alter. Fix, Alter. Na, auf jeden Fall, schaut so aus. Stellt euch einmal vor, ich meine, ich kenne euch und die Leute hoffentlich auch ein paar, aber es sind euch ja alle kennen. Okay. Wir sind Weißgold, Splank White. Struggle Gold. Das ist die Shit. Wir sind Wien, wir repräsentieren Wien, wir sind Rap. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. In erster Linie mal nicht. Sehr aus Österreich, guten Morgen Wien, Alter. Also weiter geht's. Es geht schon weiter. Nächste Frage an die Jungs. Wie schaut's aus? Seit wann macht ihr überhaupt Musik? Was hat euch dazu inspiriert, dass Musik überhaupt macht? Wie alt seid ihr? Also, ich bin 26. Ich bin 27. Ja, wir machen eigentlich so, also wir kommen auf alle Fälle aus einer Deutschrap-Spalte, also einem Deutschrap. Es ist uns auch nicht peinlich, die Scheiße zuzugeben, okay? Ja, wir stehen einfach auf deutschen Rap. Das ist unsere Muttersprache, das fühlt man einfach vom Herzen. Und, cool, also, wir sagen zwar immer deutsche Homies, Rap ist für Dogs. Uns der realste Rap. Ami-Rap ist geil, es kommt aus Amerika. Aber wir haben das auch immer gefeiert, wir haben immer Ami-Sachen gefeiert im Endeffekt, aber gefühlt jetzt so vom Herzblut und von dem ganzen Scheiß, weißt du, der wirklich dazugehört. Das war deutscher Hip-Hop. Deutscher Hip-Hop hat uns dazu gebracht, selber Musik zu machen. Ja, auf alle Fälle. Hat uns auch am meisten beeinflusst im Endeffekt. Und im Endeffekt, also wir machen jetzt seit 2004, 2003 machen wir gemeinsam Musik, haben das lange eigentlich hobbymäßig betrieben, weil es uns eben geflasht hat. Und seit 2008, Anfang 2008 gibt es Weißgold in dieser Formation. Früher haben wir Musik im Silent gemacht, Produzent aus dem 12. auch, war früher schon am Hip-Hop Connection Tape 1 mit der Phoenix Foundation, Word, Fates und Nido, Philly Kids for Life. Philly Kids! Genau, wir sagen zwar immer wieder Homies, Dogs und diesen ganzen Bullshit. Bullshit. Aber trotzdem, also ich spreche nicht mal Englisch in dem Sinne. Ich sag's auch ganz offen. Keine Ahnung, was die alle wollen. Ne? Und wie sind wir auf Weißgold gekommen? Genau, wie seid ihr überhaupt zu Weißgold gekommen? Warum schreibt man Weißgold überhaupt mit 3S? Also pass mal auf, in erster Linie ist es so, dass wir, wie gesagt, mit dem Silent, Struggle und Splank, das sind 3S, das ist unser Produzent und der ist austauschbar im Endeffekt durch unsere beiden anderen Hausproduzenten, sei es Fordy und Sonido von Das sind die 3S, also es sind drei Producer eigentlich, die diese 3S. So. Genau, und das Weißgold besteht aus zum einen Teil daraus, dass ich Splank White, Struggle Gold setzt sich zusammen, Weißgold. Und überhaupt sehen wir uns als weißes Gold im Endeffekt. Wir kommen zwar aus dem Dreck, wo guter Rap auch herkommen muss. Ja, yeah, genau, guter Rap geht da den Dreck, wie auch One schon gesagt. Genau. Und das ist einfach so. Ich würde auch sagen. Aber guter Rap, der im Dreck geteilt, ist wiederum Gold. Genau, so sehen wir die Scheiße. Ja. In unserem Fall Weißgold. Genau. Weiße Haut, Herz aus Gold, Peace, man. Ja. Wie schaut's aus mit euch, meine Herren? Wie schaut's aus? Ja, na, wie's ausschaut. Nein, jetzt wirklich. Nein, wie schaut's aus mit Erfolg, mit Releases bis jetzt, mit Gigs und so? Wie viel habt ihr schon gehabt? Wo und so weiter, ne? Also mit Rap-Musik in Wien Erfolg ist immer relativ, glaube ich. Oder? Ja, auf alle Fälle. Also es ist so, wir haben dieses Jahr, 2009, 3 Mixtapes released. Jetzt ist unser drittes draußen, Gold for All the Homies, Volume 3, Gold. Out now, Alter, alle runterladen, okay? Ja, das reden wir eh dann, Alter. Auf jeden Fall, also diese For All The Homies Reihe, das war ja unser Masterplan. Wir haben uns vorgenommen, 3 Mixtapes in einem Jahr zu machen. Und dann kommt das Album. Dann kommt das Album. Nächstes Jahr, 2010, gibt es das weiße Album, Alter. Auf deine Fresse, Alter, ich schwöre. Ja, so schaut's aus. Die 3 Mixtapes sind draußen. Durch das ist natürlich ein Bekanntheitsgrad spürbar, auf jeden Fall. Wir haben viele Gigs gemacht dieses Jahr, sind viel aufgetreten. Ist mir aufgefallen. Also jetzt mal irgendwo Weißgold-Jungs. Vor allem verhältnismäßig zu davor. Wir sind aber eigentlich eine ziemlich junge Band eigentlich. Ja, also obwohl wir schon alt sind. Weißgold gibt es eigentlich noch nicht so lang, nicht einmal 2 Jahre. Ja, 2008. Ne? Und mit Gigs und so, das ist ganz langsam ins Rollen kommen. Also wir sind eigentlich als Gruppe ziemlich jung eigentlich. Eindeutig. Aber trotzdem schon verdammt obwohl gut eingespielt. Na voll, Alter. Ja, naja, sieht man bei den Gigs, Alter. Also dreimal oder sowas habe ich schon gesehen. Okay. Und ja, das war schon cool.
Eben. Ja, du fällst mir auch immer auf. Ja, der Fazer ist immer repräsentiert. Ja, ja, sicher. Ich werde ja Rapper. Ihr Fazer rappt, Alter. Nochmal Feature, Alter. Nein, Alter. Das zahlst du nicht. Ah, Alter. Das zahlst du nicht. Nein, aber auch nächstes Jahr kommen, werden wir wieder viel unterwegs sein. Wir werden eine kleine Clubtour machen. Ende Jänner gibt es fette Release-Party. Ich hoffe, ihr kommt alle, auch Bundesländer. Ihr seid eingeladen, Alter. Welcome, ja, welcome, Alter. Hey, wir machen das gerne. Ich sage, Rap ist auf jeden Fall Leben, ne? Das hat mit allem zu tun im Endeffekt. Ich lebe dafür, ich mache nichts anderes. Steckt mein Herzblut drin. Das kann ich bestätigen. So schaut's aus. Steckt einfach alles drin und so soll es auch sein. Leute, die das nicht in der Form ernst nehmen, kann ich einfach auch nicht ernst nehmen im Endeffekt. Leute, die das jetzt irgendwie so hobbymäßig dann im Endeffekt, das ist Studentenrap, sag ich mal unter Anführungszeichen, weil die haben auch ihre Berechtigung. Ich will ja gar nichts sagen im Endeffekt gegen so einen Scheiß. Ja. Nur für mich muss Rap in irgendeiner Form dreckig und irgendeine Form von Street Credibility haben. Sonst hat er für mich einfach in meinem Rap-Mikrokosmos, da es sicher ein Mikrokosmos ist, keine Lebensberechtigung, definitiv. Also Peace, ihr macht's alle weiter, macht's eure Musik. Aber alles easy, wir wollen nicht Stress, vor, wir machen alles. Andere cool. Frage, wie schaut's aus mit euch an Mixtape, mit euch an Kommenden? Gold ist draußen. Seit wann? Wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, ist es draußen. Yeah! Ja, es schaut gut aus. Also, es ist wirklich fett geworden. Capazundo hat das Ganze produziert, indem, also nicht alle Beats gemacht. Die meisten Beats sind von Sonido, von den Philly Kids. Silent hat viele Beats dazu gesteuert. Haben auch andere Produzenten dabei. Auch Capazundo hat Beats für uns gemacht. Der Typ arbeitet wahnsinnig professionell. Und ist auf jeden Fall eine Bereicherung für unsere Musik, für ein unseren Sound. Ein wichtiger Typ für Wiener Hip-Hop. Ja, ist wichtig, auf jeden Fall. Ein sehr engagierter Typ einfach und das ist wichtig. Solche Leute braucht man einfach. Und Gold ist auf jeden Fall das Feature-Mixtape in dem Sinn. Wir haben viele Features gemacht in Wien. Wir haben auch ein Feature mit Gorilla gemacht. Berlin, Plattenbau Ost. Gorilla. Gorilla! Genau. STVDB ist drauf, Ali S. Chico und Baba sind drauf von den Blutsbrüdern, Stone Park, One Love, die Jungs One sind Love. Zu coole. Wen haben wir noch drauf? Martin Supreme und Kid Pax auch, liegt mir viel an den beiden. Wen haben wir noch drauf? Corsi, Balkan G, ja, Alter, die Jungs, Alter. Wie kann man Alter die vergessen? Die Newcomer des Jahres, checkt andere Baustelle, checkt andere Baustelle Scheiße von Life Talk, was geht? Absolut, das ist so unser Umfeld, das ist wo wir herkommen, das sind unsere Jungs und wir haben auch mit befreundeten Künstlern in Wien. Wie gesagt, im STVDB, mit dem wir sehr freundschaftliche Beziehungen auch haben. Doper Junge, sag ich mal. STVDB, oder? Yeah. Props haben wir aus an der Stelle an die ganzen Capazunder, Kidbacks. Ah, Jungs, wie schaut's aus? Was sagt ihr zum österreichischen Hip-Hop? Rap, Crunk, keine Ahnung, was so es gibt. Okay. 2009 war eigentlich ein cooles Jahr. 2010, was bringt das? Was sagt ihr dazu? Also, ich glaube, dass 2010 schon nochmal so ein Level höher gehen wird. Also es hat sich jetzt so viel getan, aber ich glaube nicht, dass es jetzt so ein kurzes Aufwellen war und jetzt geht es wieder runter, sondern ich glaube, dass es schon noch weiter rauf geht, dass es schon noch weiter in diese Richtung geht. Gerade in Österreich. Ist jetzt auf jeden Fall so relevant wie noch nie, oder? Aber in Österreich schon. Also Österreich ist jetzt im Endeffekt an der Zeit. Wir wissen, dass wir immer später dran sind als alle anderen. In Österreich geht die Welt also 14 Jahre später unter. Ja, keine Ahnung. Ja, österreichischer Hip-Hop, ich bin down damit. Ich liebe Wiener Rap, bin genauso down mit diesen Bossa Nostra Jungs hier. Ja, wir kommen jetzt zum Abschluss, weil die Interviews sind immer so lang. Und es ist kalt, Alter! Und es ist schon spät, wie immer um die Uhrzeit. Wie immer um die Uhrzeit, wir frieren die Nüsse ab, so spät ist es. Ein paar Sachen noch von den Weißgold-Jungs. Macht ein bisschen Werbung für euch. Promo, das letzte Wort gehört euch. Also Gold ist draußen, Jungen. Ja, yeah, Gold ist draußen, das dritte Mixtape. Sagt es euch runter, feiert es, was auch immer. Das ist ein Geschenk von uns, das letzte Geschenk, das Album. Das letzte Geschenk, kommt, Alter. Da gibt's Bares, Alter. Nein, niemals gibt's Bares, Alter. Bares, Alter. Geld ist wir scheißen auf Geld, Alter. Wir ficken Ärsche, ich schwöre, wir ficken Ärsche. Realer Rap, echter Rap aus Wien. Das andere gibt's dazu echt nicht mehr zu sagen. Peace out, Österreich, one love. Do it! Komm, wir regeln das. Jetzt heißt es jagen und erlegen, davon versteh ich was. Und kurz nachdem du mich noch fragst, ob ich dich leben lass, schlag ich dir so lang ins Gesicht, bis dir dein Schädel platzt. Rede das.